So, wir kommen zu Spiel 12. Das heißt, wo liegt was? Ich sag's euch immer, ihr müsst das gar nicht lesen. Ich erkläre euch das immer gleich zusätzlich. Setzt euch bitte auf eure Stühle. Gesucht werden Orte, die in eine Frage verpackt sind. Ihr seht auf euren Monitoren eine Deutschlandkarte ohne Bundesländergrenzen. Auf dieser Karte müsst ihr mit Hilfe eines Eingabestiftes, der direkt hinter euren Monitoren liegt, Stefan, greif hier mal kurz, da ist ein Eingabestift, bitte die Orte einzeichnen, von denen ihr meint, dass wir sie suchen und dann mit Okay bestätigen. Wer näher mit seinem Punkt an dem gesuchten Ort liegt, erhält einen Punkt. Wer als erster von euch 5 Punkte gesammelt hat, gewinnt dieses Spiel. Bei gleichem Abstand bekommt kein Spieler einen Punkt, aber das ist fast unmöglich, denn die Karte ist ziemlich genau. Wir machen das Ganze mal an einem Beispiel etwas deutlicher. Hier ist die Frage. Wo liegt das durch den Fußball-Wettskandal berühmt und berüchtigt gewordene Café King? Welche Stadt wird gesucht? Setzt euren Punkt und drückt auf OK. Ja, irgendwo. Ist jetzt nur Spaß, ne? Was heißt Spaß? Das ist ein Beispiel zum Ausprobieren. Spaß. Spaß, also, gut. Tobias, so. Welchen Ort haben wir gesucht? Ich hätte jetzt mal hier Hamburg eingegeben. Okay, das Café King liegt aber wo, Stefan? Ich glaube in Berlin. In Berlin. Und wir schauen uns jetzt mal an, wo ihr eure Pins gesetzt habt. Das ist der von Stefan, das ist der von Tobias. Und wir haben Berlin gesucht. Und da steht, Tobias ist 244 Kilometer entfernt mit seinem Punkt. Das wäre ein Punkt in diesem Fall für Stefan. Alles verstanden. Hm. Ja? Es geht bis 5. Und jetzt kommt hier in Spiel 12 unsere erste Frage. Wo liegt das Schloss Neuschwanstein? Tobias hat sich eingeloggt. Hast du schon? Ja. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Du kommst ja aus der Gegend da. Wo warst du? Regensburg? Sicher kann ich es dir natürlich nicht sagen. Hundertprozentig weiß ich nicht, aber so ungefähr. Da. Du musst deinen Punkt nur setzen und mit OK bestätigen. Bin nicht so hundertprozentig sicher. Entscheide dich. Wenn ich einmal auf OK bin ich, kann ich nicht mehr erinnern. Bist du raus. Du kannst korrigieren, bevor du OK drückst. Ja, ich sag mal ungefähr. So, Stefan, jetzt geht's. Ja, ungefähr da. Mein okay, du hast das Ganze bestätigt. Wir haben welchen Ort gesucht? Ja, das ist in der Nähe von Füssen irgendwo. Ja, oder? Das ist richtig, Schwangau im Allgäu. Wir schauen uns an, wo ihr eure Pins aber gesetzt habt. Ich bin mir nicht sicher, wo Füssen so genau ist. Da ist der von Stefan, da ist der von Tobias und da ist Schwangau im Allgäu. Und das zeigt, Stefan ist näher dran. Damit einen Punkt für Stefan. Wir spielen nicht bis 5, sondern bis 4. Warum das denn jetzt? Das ist so. Weißt du schon, wie viel Uhr ist überhaupt? Es ist mittlerweile kurz vor 1. Oh, da muss ich weg. Tschüss. Stefan, setz dich bitte hin. Hier kommt die zweite Frage. Wo treffen sich A1 und A2? Bitte markiert den Punkt auf der Deutschlandkarte. Die A1 und die A2? Okay.
Muss ich mal vollends raten jetzt hier. Ehrlich gesagt auch keine Spitzenahnung, nur in etwa. Muss ich raten. Setzt den Punkt und bestätigt den mit okay. Tobias hat eingeloggt. Da muss ich raten, das weiß ich nicht. Stefan ebenfalls. Wir haben welchen Ort gesucht? Ich weiß es nicht. Das Carmener Kreuz. Dort ja, treffen die A1 und die A2 aufeinander. Hier sind eure Pins. Ich bin zu weit im Norden. Einmal der von Stefan, der von Tobias und hier ist Carmen. Das zeigt, Stefan ist weiter weg, Tobias näher dran. 30 Kilometer Unterschied, 1:1. Das sah aber nicht so aus. Das ist alles absolut korrekt. Hier kommt Frage 3. Wo liegt die höchste Erhebung des Kaiserstuhls? Tja. Kaiserstuhl. Nicht um richtig oder falsch, sondern wer näher dran ist, denkt dran. Und ich brauche langsam, aber sicher eine Antwort von euch. Tobias hat sie gegeben. Ja, ich bin nicht sicher. Kaiserstuhl. Stefan, setz bitte deinen Pin. Ich brauche bitte eine Antwort jetzt. Boah, Leute, wo ist denn der Kaiserstuhl? Ich bin mir nicht sicher, ich muss ein bisschen raten. Ja, dann rate und drück OK. Da hast du es gemacht. Wir haben den Totenkopf gesucht. 556 Meter ist er hoch in Baden-Württemberg. Wir schauen uns die Pins an. Hier ist der von Stefan, der von Tobias. Und dort liegt der Totenkopf. Was? Der zweite Punkt für Tobias. Entschuldigung, 2:1. Nein. Baden-Württemberg. Ja, habe ich gesagt. Baden-Württemberg. Achso, ich habe nahe Nürnberg verstanden. Nein, okay. Baden-Württemberg, habe ich gesagt. Ja. Hier kommt die nächste Frage. In welcher Stadt hat das Bundeskriminalamt seinen Hauptsitz? Welcher Ort wird gesucht? In welcher Stadt hat das Bundeskriminalamt seinen Hauptsitz? Bitte setzt eure Pins und bestätigt das Ganze mit okay. Tobias hat's gemacht. Tja, Leute, wo war das denn noch? Stefan? Lock dich bitte ein. Ganze mit OK bestätigen. Und zwar jetzt. Du hast es gemacht. Welche Stadt haben wir gesucht, Tobias? Jetzt mal so im Kreis Bonn. Was sagst du, Stefan? Ja, also meine Wiesbaden. Berlin. Wiesbaden ist es. Wiesbaden ist richtig. Scheiße. Wir schauen uns die Pins an. Aber ich bin nicht Wiesbaden richtig. Stefan, Tobias.
Und Wiesbaden, das ist Stefans Punkt. 2-2, die nächste Frage. Wo mündet die Aller in die Weser? Welchen Ort suchen wir? Es geht um 1 Million Euro. Heute bei Schlag den Raab. Und wir sind immer noch live. Es ist keine Wiederholung, die gerade läuft. Es geht schon ein ganzes Stück. Wo mündet die Aller in die Weser? Bitte setzt eure Pins jetzt. Tobias und Stefan. Ich brauche einen Pin. Das ist der von Tobias. Und jetzt kommt sicherlich auch direkt Stefan. Vielleicht da. Bestätige das Ganze bitte. Und du hast es bestätigt. Ich habe keine Ahnung. Wir haben den Ort Verden in Niedersachsen gesucht. Niedersachsen und wir schauen uns eure Pins an. Das ist der von Stefan, von Tobias und da liegt Verden. Yes! Oh, komm! Ihr hattet beide keine Ahnung, habt aber beide relativ nah den Pin gesetzt. 7 Kilometer Unterschied, damit ein Punkt für Stefan und Matchpoint. Hier kommt die nächste Frage. Deine Verletzung ist okay? Ja, das ist dann wunderbar. Hier ist die nächste Frage. Wo finden seit 1952 die Karl-May-Festspiele statt? Wo läuft Winnetou mit Old Shatterhand die ganze Zeit rum? Es gibt 2 Orte, wo Karl-May-Festspiele stattfinden. Aber seit 1952, da gibt es nur einen Ort. Ja. Und den suchen wir. Es ist Zeit. Bitte einloggen. Mit OK bestätigen. Ich will drahten, leider. Hä? Tobias hat sich eingeloggt. Stefan tut das jetzt auch. Und zwar bitte jetzt. Mit OK bestätigen. Bitte mit OK bestätigen, Stefan. Du hast es getan. Wir haben Bad Segeberg in Schleswig-Holstein gesucht. Hier sind eure Pins. Und das bedeutet Folgendes. Stefan da, yes! Tobias da. Yes! Und Stefan ist yes! näher dran. Yes! Damit yes! gewinnt yes! Stefan. Yes! Wo liegt was? Und bekommt 12 Punkte und wir schauen uns an, was das bedeutet. Damit liegt Tobias immer noch mit 10 Punkten in Führung, aber Stefan holt auf 3 Spiele verbleiben noch.